rasten ihr gnadenlos aus. Zum 5 zu 0, glaube ich. Nee, 5, ich glaube, es war 6 zu 0. 5 oder 6 zu 0. Wir werden es eh gleich sehen, wenn wir den Spielstand eingeblendet bekommen. Und sie wechseln den Torhüter. Adler Mannheims Goal has built an even bigger lead. Also habe ich mich doch geirrt gehabt beim Anfang. At least that is fortunate. Heads along the board. Schöner Pass. Geblockt. Back in his defensive end to get it. To Gotch. Und dann machen wir ein gutes Aufbauspiel. Seit langem kommt man wieder einen Pass an und kaum lobe ich sie, da machen sie dann wieder einen groben Fehler. Gut gemacht von Dennis Endras. Machen das Spiel dann mal wieder zu Null. In den letzten Spielen hat er ja kurz vor Spielende noch ein Gegentor bekommen. Schöner Pass auch wieder. Ah, der Schuss wird irgendwie dauernd geblockt jetzt. War schon der zweite in dieser Triple. Schön den Abseits ausgewichen. Oder besser gesagt, vermieden. Moving along out of their own end. Aber unser Torhüter macht das schon. Adler Mannheim shifting gears as they travel through center ice. He throws it there. Hangs on to that one and he'll see a face off right here. Wieso gibt es jetzt schon wieder eine Unterbrechung? Das verstehe ich nicht. Oh, und da wurde ich gerade eben abgelenkt. Deswegen haben wir das Bulli verloren. Deswegen jetzt ist es nochmal gefährlich. Aber Dennis Endras hält den, alles in Ordnung. Dennis ist da, Dennis übernimmt. Und der hält, also er hält die Null im Moment noch. Aber wir haben bisher in vielen Spielen schon erlebt, dass man Schluss gehalten worden konnte. Macht der Satz mehr Sinn? Und da holen wir uns zwar das Bulli, aber der Puck geht dann trotzdem an Düsseldorf. Und da kommt der nächste erstaunliche Fehlpass. Looks ahead to start something. Kommen wir dran, jawohl. That one is pointed to him. Oh, big sweeping save. Gets play stopped. Wieder eine Unterbrechung. 8 Minuten 45 noch zu gehen. That's a well played 2-on-1 defensively. The shooters actually moved the puck quickly, but the goaltender with a better stop. A little under 9 minutes left to go in the third. Do you think the ice is tilted in this one? Players are tumbling head over heels into the board. Big drive! Steps between the circles. Doch der Puck bleibt bei Mannheim. Immer noch ist der Puck bei Mannheim. Pressure is intense. Who can get it out of there? Jetzt hat den Düsseldorf nun wieder. Aber sie haben irgendwie ein Problem in der im Aufbauspiel. Jetzt haben sie ihn wieder. Aber Endras hält. Er spielt ein starkes Spiel. Ist jetzt keinen reingelassen, hält momentan noch die Null. Und wieder Schuss geblockt. Deswegen er nicht erfolgreich sein konnte. Und dann wird er eben im Nachschuss im zweiten Versuch versenkt zum 7 zu 0. Von John Renou. Ist der eine nicht macht, macht der andere, so nach dem Motto. And so this has got to be a great shot because from my angle there doesn't look like a lot of net. Even with the goaltender down, he seems to have most of it covered. Adler Mannheim's goal has taken them to an even larger lead on a night that they have had the offense going. Third period of play. Moves up the wing. Drives to the net. Und schießt er nicht ab.
Was ist jetzt los? Gibt noch kurz vor Schluss eine Strafzeit gegen Düsseldorf. Und somit ein Powerplay für Mannheim. Wow, ja, das sieht schon übel aus, wie er da reingeht. Auch wenn er nur ein paar Let's see if it's power play goal number one. Kocsis won again, and so is his team. Everything's good there. Shot, piece of it, rebound. Great shooting lane. He's into the slot. Ah, da fehlt der letzte Schliff der Bewegung, aber sie können damit halt nichts anfangen. Deswegen haben wir mal Glück. Aber der hält auch sehr gut, der gegnerische Torhüter, obwohl er schon 7 Stück reingelassen hat. Also beziehungsweise 2 und der andere 5. Um es besser abzugrenzen, weil das sind ja 2 Torhüter, weil wir haben ja einen Torhüterwechsel vorgenommen. Good face-off win. Great shooting position. Ah, wieder im Schuss geblockt. Und da wird er gestört beim Abschluss. Aber es fehlt immer so der letzte Schliff. Die klären den einfach nur, und anstatt dann nochmal hinterher zu gehen. Oh, leider nicht im Tor untergebracht. Oh, schönes. Schönes gewieftes Passspiel. We are in the 60th minute out of 60. Trying to go to Gotch. Der kommt nicht an, aber dann, das kommt er zum Glück noch an. Aber wird leider nicht im Tor versenkt. Düsseldorf setting things up at center. Pass. Oh, here's Arister. Also jetzt wird es gefährlich nochmal kurz vor Schluss. Aber wir setzen nochmal ein Tor oben drauf und damit ist die Sache, glaube ich, mal erledigt. 26,9 Sekunden, ja, das war's. Jochen Hecht setzt dann nochmal eine drauf, kurz vor Schluss. Aber damit hat sich die Partie eigentlich so gut wie erledigt. Das ist jetzt alles nur noch Dekorade. Neutralized face-off win. Adler Mannheim setting things up through the neutral zone. Picks it up in his own end. Ah, bleibt da hängen. Taken up deswegen verliert er den Puck. Und jetzt ist es immer gefährlich. Ja, nicht. Sie werden jetzt kurz vor Schluss nochmal leichtsinnig. Das meine ich mit leichtsinnig. Dann ist es geschafft. Nächstes Spiel, in dem Endras ohne Gegentor bleibt, müssten jetzt 7 Spiele dann sein. Das ist eine gute Bilanz, denke ich mal. Und es dauert auch nicht mehr lange, dann sind wir durch mit diesem Karrieremodus. So viele Spiele sind es ja nicht mehr. Also es sind schon noch ein paar, ich glaube 20 Stück oder so sind sogar noch. Nicht sogar mehr, aber ja, das geht so Stück für Stück. Wir lassen uns ja auch Zeit, weil es hetzt uns ja niemand. Und wenn wir es durch haben, haben wir es durch. Dann haben wir das nächste Projekt abgehakt und können wieder eins aufmachen. Und dann läuft es durch. Wir haben mehr Zeit. Wir haben Zeit. Wieder Krefeld. Warum spielen wir dauernd nur gegen Krefeld? Oder gegen Schwemmingen? Und es hat sich auch an der Tabelle irgendwas getan. Jetzt sind die Kölner wieder hinter uns. Ja, und da hinten hat sich auch was getan. Gut, okay. Wenn es aufgefallen ist, kannst du mal bitte in die Kommentare schreiben. Mal gucken, ob ich nicht nur der Einzige bin, der das sieht. Ja, und eben 8. 80 Spiele sind es noch,
Das war mit 20 Spielen nicht so schlecht geschätzt. Nee, es sind sogar... Nein, es sind sogar genau 20 Spiele. Es sind genau 20 Spiele noch bis zum Saisonfinale. Ja, und dann bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr wisst, was zu tun ist, wenn ihr dieses Video oder den Kanal unterstützen wollt mit einem Like, einem Kommentar oder einem Abonnement. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschö mit Ö. Bleibt frisch. In diesem Sinne. Ciao.